In diesem Video programmiere ich ein 3D-Spiel für Wieso. Crazy. Ich hätte mir dafür ein Action-Adventure-Spiel überlegt, in dem man Gegner bekämpfen muss und eine Mission hat. Zum Beispiel eine Aufgabe erfüllen oder bestimmte Gegenstände einsammeln. Später kommen noch Bomben und vieles mehr hinzu, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Zuerst brauchte ich ein Objekt, in dem sich das Ganze abspielen soll. Also habe ich schnell eine Villa im Blender modelliert. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es tut seinen Job. Natürlich nur Spaß, bin ein kompletter Noob im Blender, deswegen habe ich das 3D-Modell aus dem Internet runtergeladen. Nur war das Teil mal einfach übertriebenst zu klein und Farbe hatte es auch keine, aber das konnte ich leicht anpassen. Wenn man jetzt in die Villa reingeht, dann hat man gleich am Anfang zwei wunderschöne Bilder von Chu und Rizu hängen. Da man das Spiel sozusagen in Rizus First-Person-Ansicht spielt, brauche ich zwar kein Rizu 3D-Modell, aber auf jeden Fall ein 3D-Gegner-Modell und wer würde dafür nicht besser passen als wie Julian Bam und Julia Beautix? Perfekt! Daraus habe ich wieder Ragdolls erstellt, weil Ragdolls sind einfach cool. Julian geht's auf jeden Fall nicht so gut. Wie ihr sicher bemerkt habt, haben die noch keine Animationen, aber nichts leichter als das. Naja. Auf jeden Fall sieht die Standardanimation von Julia so aus, fröhlich und happy, wie sie auch immer ist. Und Chu? Chu sieht auf jeden Fall so aus, als würde er gleich komplett ausrasten und irgendjemanden umbringen. Oh mein Gott. Fand's witzig, deswegen habe ich's drin gelassen. Als Angriffsanimation gibt dir Julia einen Kick ins Gesicht und Julian verpasst dir einen Roundhouse-Kick. Na, was haltet ihr von dieser Animation? Wenn man getroffen wird, hat man logischerweise verloren, was man bis jetzt noch nicht so mitbekommen hat, deswegen habe ich einen Game Over Screen erstellt. Ja, keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Damit die Villa etwas größer wird, habe ich noch schnell einen Keller hinzugefügt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, wie kann man sich gegen die Gegner verteidigen? Gute Frage. Und zwar mit dem hier. Das Skript für die Waffe habe ich von meinem Palutenspiel kopiert, alles angepasst, Animationen erstellt und zum Schluss noch Effekte hinzugefügt. Sollte ich als nächstes ein Spiel für Julian Bam programmieren, in dem er Rizu 1 über den Deckel hauen kann? Wenn ja, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht gibt es ja mal ein Spiel Rizu vs. Julian Bam. Als nächstes habe ich einen Playbutton in Blender modelliert. Das Aufsammeln hat noch nicht ganz so funktioniert, war aber leicht zu beheben. Ich musste nur einen Boxcollider hinzufügen, bisschen Code schreiben und es hat funktioniert. Sogar mit krassen Effekten und Sound. Turn up! Turn up. Dann habe ich die alle in der Villa versteckt und ein UI-Overlay hinzugefügt, damit einem angezeigt wird, wie viele man noch suchen muss. Ich dachte mir, die Sounds kann ich auch noch verbessern, also habe ich nach Sounds von Rizu, Julian und Julia gesucht, die für das Spiel passen und das hat wirklich viel zu lange gedauert. Jetzt meine Ecke kann ich eine Scheibe abschneiden. Ha, alles schrecklich. Naja, was Besseres habe ich leider nicht gefunden. Da mir das Spiel aber jetzt noch zu langweilig ist, habe ich es so programmiert, dass gewisse Gegner sich einem hinterteleportieren, wenn man denen zu nahe kommt. Für alle, die Reflexe wie ein Toastbrot haben, Übung macht den Meister. Das ist enttäuscht von mir. Da ich am Anfang gesagt habe, dass ich noch Bomben hinzufügen werde, habe ich eine im Blender modelliert, ins Spiel gepackt und so programmiert, dass man ihn nur sieht, wenn man in der Nähe ist, weil es ja sonst wieder zu einfach wäre. Ja gut, irgendwas hat da nicht ganz so gut funktioniert. Schon besser. Wenn man sich nun im Umkreis von einem Meter neben der Bombe befindet, verliert man, andernfalls hat man nochmal Glück gehabt. Krass enttäuscht von mir. Für alle, die es interessiert, im ganzen Haus befinden sich 19 Bomben und 14 Gegner, das heißt 33 Wege, um zu verlieren. Dann habe ich noch ein paar Bugs behoben, wie zum Beispiel den hier. Hier konnte man mit der Schaufel auch den Play-Button aufsammeln, konnte ich aber leicht beheben, indem ich die Layer-Kollision verändert habe. Zum Schluss kam das Wichtigste ins Spiel, was ich fast vergessen hätte, und das ist Post-Processing. Hab da ein paar Effekte hinzugefügt wie Ambient Occlusion, Depth of Field oder Bloom. Bloom sollte man auf jeden Fall nicht übertreiben. Das ganze Spiel könnt ihr natürlich wie immer selber spielen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Holy shit. Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
das?